Also der Wert einer Turbinenschaufel, einer 4000F Gasturbine, liegt ungefähr bei dem Wert eines VW Golfs. Deshalb lohnt sich ein Reparaturverfahren hier einzusetzen. Turbinenschaufeln werden nach 25.000 bis 33.000 Stunden refurbished. Das heißt, die werden auf der Baustelle ausgebaut, kommen dann hier ins Werk nach Berlin, werden hier praktisch untersucht auf ihre Wiederverwendbarkeit und gegebenenfalls werden diese dann mittels Laserstrahlauftragschweißen wieder instand gesetzt. Hier wird ein pulverförmiger Zusatzwerkstoff in das Schmelzbad praktisch hineingestreut und mittels Verfahren wird eine Schweißraupe praktisch erzeugt. Mit diesem Verfahren haben wir mittlerweile über 1600 Turbinenschaufeln repariert, die somit wieder für eine weitere Serviceperiode eingesetzt werden können. Das ist jetzt eine Weiterentwicklung, die wir anstreben, zusammen mit einem externen Partner, das ist das Fraunhofer-Institut in Aachen. Hier haben wir das Verfahren so weiterentwickelt, dass wir noch hochwertigere Schweißzusatzwerkstoffe schweißen können, die mit konventionellen Verfahren bisher nicht schweißbar waren. Wir konnten es an ersten Prototypen testen und im nächsten Schritt, im nächsten Geschäftsjahr, möchten wir das Verfahren praktisch hier in die Serienfertigung bringen. Zum einen können wir die Prozesszeit dadurch reduzieren. Das heißt, wir sparen Produktionskosten, indem wir das aufgetragene Volumen praktisch verdoppelt haben. Und zum Zweiten können wir ein Verfahren anbieten, mit dem derzeit artgleich keine Turbinenschaufeln geschweißt werden können. Bisher werden gut schweißbare Werkstoffe eingesetzt, die aber kleinere Hochtemperatureigenschaften aufweisen. Und mit dem neuen Verfahren können wir praktisch artgleich den identischen Grundwerkstoff wieder auftragen. Das Schweißen mit diesen Werkstoffen, das gibt es vielleicht jetzt 30 Jahre. Jedoch wurden die Strahlquellen immer weiterentwickelt und es ist noch sehr viel Potenzial, was man aus dieser Technologie rausholen kann. Bei Siemens fühle ich mich als Entwickler sehr wohl. Mir werden viele Freiheiten gegeben. Ich kann mich, deutschlandweit, weltweit, kann ich mich umschauen, welche Technologien sind für Siemens interessant, wie kann ich die für Siemens nutzbar machen und wie hole ich denn die Technologie nach Siemens rein, um sie da weiter zu nutzen. Siemens. Ingenuity for life.